Willkommen zurück zu diesem Video. In diesem Video wirst du vorerst das letzte Mal mit der Konsole arbeiten, denn danach gibt es einige Videos, die wir einschieben zur Benutzeroberfläche, zu den Grundlagen. Das heißt, wir werden uns ein paar Videos mit der GUI beschäftigen, wie man die grundlegend aufbaut. Das dient zum einen der Abwechslung und zum zweiten soll der Kurs ja auch zielgerichtet sein. Kein Mensch möchte heute mit einer Konsole arbeiten und jeder erwartet zu Recht eine halbwegs vernünftige Benutzeroberfläche. Okay, jetzt schauen wir uns allerdings noch die Hashmap an und erstellen dazu in unserem Projektordner Array eine neue Klasse. Die nenne ich MapHashMap. Achte darauf, dass die nicht einfach nur HashMap heißt, denn so heißt die Klasse, die wir für die HashMap ja verwenden. Und wir fangen an. Wir hatten ja bisher schon eine ArrayList im letzten Video. In einer ArrayList können wir von einem bestimmten Datentyp beliebig viele Elemente hinzufügen und mit denen arbeiten. Wir können die Daten einfügen, löschen, wir können prüfen, ob die vorhanden sind, etc. Jetzt haben wir noch die Möglichkeit, mit einer HashMap zu arbeiten. Eine HashMap, die ist ein bisschen komplexer, arbeitet aber vom Grundprinzip her ähnlich. Da können wir Zuordnungen drin machen. Das heißt, wir speichern zu einem bestimmten Schlüssel einen bestimmten Wert. Und wir können das jetzt verwenden, um als Beispiel für die deutschen Bundesländer die Hauptstädte zuzuweisen. Ich zeige dir jetzt erst hier in dem Praxisbeispiel, wie das Ganze funktioniert und die wichtigsten Methoden. Und danach bekommst du eine Aufgabe von mir. Wir erzeugen als erstes eine HashMap mit dem Schlüsselwort HashMap aus der Klasse java.util. Dann haben wir jetzt hier den Key und den Value und wir müssen jetzt den Datentyp angeben. Unser Key soll vom Datentyp String sein und unser Value auch, denn wir wollen ja einfach Zeichenketten da reinspeichern. So, wie nennen wir das Ganze? Ich nenne es jetzt einfach Städte. Wir wissen ja, worum es geht in dem Beispiel. Und wir sagen New HashMap und uns wird jetzt hier der Datentyp automatisch ergänzt, den wir hier angegeben haben. Also der erste Datentyp hier ist angegeben für den Schlüssel, für den Key. Und der zweite für den Value. Okay, jetzt wollen wir die HashMap befüllen. Das heißt, wir wollen Daten drin speichern. Dazu sagen wir jetzt Städte.put. Dann haben wir hier die Methode .put. Die erwartet von uns einen String Key, also den Schlüssel, und einen String Value. Und du siehst hier schon, associates the specified value with the specified key in this map. Also es wird der entsprechende Wert mit dem Schlüssel zugeordnet. So, unser Schlüssel ist jetzt in dem Fall, das ein String ist natürlich in Anführungsstrichen, fangen wir an mit Brandenburg als Beispiel. Und unser Value, du kannst auch hier wieder mit Tab einfach rumspringen. Und unser Value dazu ist Potsdam. So, jetzt fügen wir hier noch ein paar weitere Datensätze hinzu. Städte.put. Niedersachsen. Und die Hauptstadt davon ist Hannover. Dann füge ich noch hinzu Bayern und München. Und ich füge noch hinzu Rheinland-Pfalz von mir aus. Ich habe hier parallel auch meine Liste auf mit den ganzen Hauptstädten. Auswendig weiß ich die nicht. Jetzt haben wir eben die Einträge in unserer HashMap gespeichert. Wir prüfen jetzt mal, was passiert, wenn wir uns diese HashMap einfach ausgeben wollen. Dann kriegen wir die hier ausgegeben und du siehst hier jeweils, es sieht so aus wie bei einem ArrayList. Allerdings haben wir hier eben immer unseren Schlüssel, also Niedersachsen als Beispiel. Und der Wert dazu ist Hannover. Dann haben wir Brandenburg, Potsdam, Bayern, München etc. Okay, dann benenne ich das einmal hier kurz um und sage Daten einfügen. Und jetzt schauen wir uns natürlich an, wie wir hier Daten entfernen. Und es ist wieder so, du kriegst jetzt wahrscheinlich langsam schon ein Gefühl hier. Ich habe es dir beim letzten Mal gezeigt. Du musst jetzt hier einfach nur anfangen, ja, die Methoden auch zu lesen, mit der Autovervollständigung zu arbeiten. Und wenn wir hier das einfach mal durchschauen, dann überfliegen wir das mal und schauen mal, was passen könnte. Wir haben hier, sehe ich, die Methode remove. Und dann sehe ich jetzt hier zwei Methoden mit remove.
Der eine erwartet von uns den Key und den andere den Key und den Value. Okay, dann schauen wir, removes the mapping. Also da wird eben die Zuordnung gelöscht. Der Schlüssel bleibt vorhanden und hier wird eben der ganze Entry, also der ganze Eintrag gelöscht. So, wir wollen jetzt hier unseren Eintrag löschen und wir sagen jetzt Brandenburg mit dem Wert Potsdam soll gelöscht werden. Wenn wir uns jetzt danach unsere Hashmap nochmal ausgeben, sehen wir, dass der Eintrag nicht mehr vorhanden ist. Okay, was können wir noch machen mit so einer Hashmap? Wir können jetzt prüfen, ob denn Einträge in unserer Map vorhanden sind. Dazu gibt es die Methode ContainsKey und die prüft eben jetzt, ob ein Schlüssel enthalten ist. Alternativ gibt es die Methode ContainsValue und du siehst schon, es wird ein Boolean zurückgeliefert. Das heißt, wir bekommen hier entweder True oder False raus. Das heißt, wir sagen jetzt mal ContainsKey Bayern und dann prüfen wir noch auf den Eintrag Sachsen. Und das Ganze müssen wir jetzt natürlich einmal ausgeben. Und du siehst hier, wir kriegen jetzt einmal den Wert True und einmal den Wert False zurück. Okay, dann kommentiere ich das hier einmal wieder aus. Und wir können uns auch auslesen lassen bzw. anzeigen lassen, welche Einträge, welche Schlüssel wir denn insgesamt überhaupt, ja, in unserer Hashmap gespeichert haben. Dazu gibt es die Methode Städte.keyset und wir sehen hier, dass wir jetzt eben die Keys zurückbekommen. Das gleiche funktioniert auch mit den Werten. Dann lautet die entsprechende Methode Städte.values. Wunderbar. Was können wir noch machen? Wir können die Hashmap leeren. Ich schreibe jetzt hier nicht alles rein. Mit der Methode .clear removes all the mappings from this map. Das heißt, alle Zuordnungen werden gelöscht. Dann können wir auch als Beispiel die Größe ausgeben lassen. Natürlich wieder in einem System.out. Sonst kriegen wir da kein Ergebnis in der Konsole. Dann zeige ich dir noch zwei Sachen und einmal, wie du Daten überschreibst. Dazu haben wir die Methode replace. Und du siehst jetzt, wir haben zwei Methoden. Und zwar einmal eine Methode, die von uns einen Key und einen Value erwartet. Diese Methode prüft, ist dieser Key vorhanden in unserer Hashmap? Wenn der Key vorhanden ist, dann wird er mit dem neuen Wert, den wir hier übergeben, überschrieben. Das heißt, der neue Wert wird zugewiesen. Dann haben wir eine zweite Methode, die erwartet jetzt von uns ebenfalls noch hier den Old Value. Das heißt, was macht die Methode? Die prüft, ist unser Schlüssel vorhanden? Wenn ja, und wenn der Schlüssel dem alten Wert zugewiesen ist. Also wenn dieser alte Wert hier zugewiesen ist, verknüpft ist, nur dann wird der neue Wert überschrieben. Diese Funktion hast du auch noch. Und jetzt zeige ich dir zum Schluss noch, wie du die Daten sauber ausliest. Da haben wir schon bei der ArrayList kennengelernt, dass wir eine schöne Möglichkeit dafür haben. Und zwar können wir eben sagen, für jeden String Key, also für jeden Schlüssel, wir benennen unseren String, den wir rausholen, Schlüssel, für jeden String Key aus unserer Hashmap Städte. Und da brauchen wir jetzt allerdings die Methode .keyset, denn die liefert uns ja, wie wir es vorhin gesehen haben, eine Auflistung, ein Set aller Schlüssel. Das heißt, wir gehen jetzt hier über dieses Keyset drüber und holen uns jeden Schlüssel einzeln raus. Also für jeden Key in unserem Keyset, gib uns doch einmal den Key aus und gib uns einmal an der Stelle des Keys den Wert aus. Und wie machst du das? Das zeige ich dir jetzt auch noch. Da sagen wir Value plus Städte und mit der Get-Methode bekommen wir eben unseren Wert raus. Das heißt,
Die Methode .get gibt dir einen Wert zurück an der Stelle des Schlüssels. Und wenn wir uns das jetzt einmal ausgeben lassen, das kommentiere ich aus, dann siehst du hier, dass wir eben unsere Einträge sauber rausbekommen. Wir haben hier den Wert Niedersachsen mit dem Wert Hannover, der zugewiesen ist. Für Bayern haben wir München zugewiesen, für Rheinland-Pfalz Mainz. Okay, so viel zu den grundlegenden Methoden. Du musst dir da nichts auswendig merken. Du wirst das alles ohne Probleme ja wieder finden, wieder anwenden können, wenn du einfach die Autovervollständigung nutzt und prüfst, was du jetzt hier alles anwenden kannst. Jetzt bekommst du deine letzte Übungsaufgabe, bevor wir mit dem User Interface anfangen. Hier sind deine letzten Übungsaufgaben, bevor wir mit dem User Interface loslegen. Nummer 1. Finde heraus, was passiert, wenn mit der Put-Methode ein Eintrag hinzugefügt wird, dessen Key bereits vorhanden ist. Welches Fazit leitest du daraus ab? Probier es selbst aus und sieh, was passiert. Aufgabe Nummer 2. Finde heraus, was passiert, wenn es mehrere Einträge mit unterschiedlichen Keys gibt, die allerdings denselben Wert haben. Dazu legst du dir einfach 2 Hashmaps an und probierst da rum. Dann die komplexere Aufgabe, eine Wiederholung vom letzten Mal. Dann, nachdem du die gelöst hast, bin ich mir sicher, dass du mit Verzweigungen, Schleifen und auch dem Hashmap das Ganze anwenden kannst und verstanden hast. Deswegen lasse ich dir die noch machen. Programmiere ein Konsolenprogramm, wie im letzten Kapitel, das zu einer Person die Telefonnummer speichert und folgende Funktion für das Telefonbuch unterstützt. Einträge hinzufügen, löschen, überschreiben, abfragen, also abfragen im Sinne von, ist in unserer Hashmap der Eintrag vorhanden, dann auslesen, also die entsprechende Telefonnummer dazu auslesen, alle Einträge auslesen, alle Einträge löschen und Programm beenden. Und dazu eine Anmerkung, du kannst natürlich, wenn du ein Telefonbuch machen sollst, sagen, dass der Key ein String ist, denn da sollst du die Person drin speichern. Und als Value kannst du theoretisch einen Integer nehmen. Ich würde dir aber in dem Fall jetzt empfehlen, dass du dafür auch einen String hernimmst, denn der Benutzer könnte theoretisch plus irgendwas eintippen. Außerdem müssen wir damit nicht rechnen, deshalb nimm das Ganze als String entgegen, damit du da Fehlern vorbeugst. Wenn du allerdings einen Integer verwenden möchtest, dann musst du als Value, wenn du die Hashmap erstellst, nicht int eingeben wie bisher, sondern Integer. Also der mit Großschreibung der Name ausgeschrieben. Okay, viel Spaß, ich zeige dir dann gleich noch die Verbesserung. Sag 2 Sätze dazu, werde es aber nicht mehr durchgehen. Du kannst es dir dann selbst ansehen, wie ich es gelöst habe. Bis gleich. Aufgabe Nummer 1. Was passiert jetzt, wenn wir einen zweiten Schlüssel hinzufügen, der schon vorhanden ist? Ich habe hier eine Hashmap, da habe ich als Key die 1 und die 2 und jeweils als Wert eine 1 und eine 2 zugewiesen als Integer. Das meinte ich hier mit der Schreibweise vorhin. Dann füge ich eben nochmal diesen Schlüssel 1, also diesen Key 1 hinzu mit dem Wert 3. Und was hast du festgestellt? Du hast festgestellt, dass der Key überschrieben wird. Das heißt, es wird nicht ein neuer Eintrag gesetzt, sondern das Ganze wird überschrieben. Was leiten wir daraus ab? Aktuell können wir nur eindeutige Keys verwenden, wenn wir das Ganze verhindern wollen. So funktioniert es nicht. Also wir können nicht 2 gleiche Keys in unserer Hashmap drin haben. Das funktioniert nicht. Zweitens leiten wir daraus ab, wenn wir jetzt hier die .put-Methode nehmen, dann legt die uns einen Eintrag an, wenn der Schlüssel noch nicht vorhanden ist. Ist der Schlüssel vorhanden, überschreibt sie ihn. Die macht also nichts anderes als die Replace-Methode. Allerdings legt die Replace-Methode keinen Schlüssel, also keinen Eintrag an, wenn er noch nicht vorhanden ist, sondern sie überschreibt ihn eben nur. Aufgabe Nummer 2. Was passiert jetzt, wenn wir 2 unterschiedliche Keys haben, die aber denselben Wert haben? Hier habe ich einmal den Wert x und den Wert y als Key genommen und als Value beide Male 99. Du wirst feststellen, da passiert gar nichts, das ist erlaubt. Wir können verschiedene Schlüssel haben mit demselben Wert. Jetzt gebe ich das Ganze einmal aus und wir sehen hier, oben eben haben wir als erstes bei der Aufgabe 1 den Key 1 und dann den Key 2. Wir überschreiben dann den Key 1 mit der Zahl 3 und du siehst hier, dass das Ganze überschrieben wird. Aufgabe 2, da siehst du, unproblematisch, wir haben hier beide Keys mit demselben Wert. Die Aufgabe Nummer 2, du siehst hier, wie ich es gelöst habe, du kannst dir das selbst anschauen. Vom Grundprinzip, ich bin folgendermaßen vorgegangen. Ich habe mir als erstes angeschaut, in einer if-else-Verzweigung
hat der Benutzer den Menüpunkt Alle Einträge auslesen, Alle Einträge löschen oder Ende gewählt, dann habe ich das direkt ausgeführt, denn dafür muss ich nicht wissen, mit welchem Eintrag ich arbeiten muss. Also dafür muss ich keine Person kennen, um den Eintrag zu finden und damit eben zu arbeiten. Dann habe ich weitergeschaut, ist dem nicht der Fall, dann soll mir hier bitte die Person übergeben werden und entsprechend hier nehme ich die Methoden entgegen und übergebe dann in den Methoden jeweils die Person. Als Beispiel habe ich hier einmal die Methode hinzufügen, da übergebe ich die Person und frage hier noch die Telefonnummer ab und so wird es eingefügt. Du kannst das Ganze hier noch ergänzen, wenn du magst, und zwar kannst du bei der Option Überschreiben noch prüfen, ist der Eintrag überhaupt vorhanden, denn nur wenn der Eintrag vorhanden ist, kann man auch was überschreiben, ansonsten könnte hier eine Fehlermeldung ausgegeben werden. Okay, ich hoffe, du kannst hier viel lernen, es hat dir Spaß gemacht. Wenn dir das Video und der Kurs gefällt, hinterlass mir gerne eine positive Bewertung und ein Abo. Wenn du irgendwelche Fragen hast, stell sie gerne.